Wir sind hier auf der Caravan Saloon in Düsseldorf und gucken uns hier heute mal ein paar Campervans an. Der Robeta Dionysus auf 5,41 Meter lang kostet hier auf der Messe im Grundpreis 52.290 Euro und so wie er hier steht 77.107 Euro. Hat allerdings ein Aufbauchassis dabei, Markise, Solaranlage, Kaffeemaschine, TV-Anlage, Lithium und eine Aufbaubatterie, also ist richtig viel drin. Ja, ganz klassisch hier auch mit dem Robeta Logo. Sieht richtig toll aus, tolles Beleuchtungskonzept. Ja, wenn man hier reinkommt, hat man ein kleines Fach, wo man so ein paar kleine Dinge reintun kann. Ja, und hier, das müsste ja die Verlängerung für die Küche sein. Ja, richtig toll verarbeitet, ne, hat richtig guten Stand. Ja, und da kann man dann noch ein paar Dinge draufstellen. So, wenn man hier weitergeht, sieht man hier ja eine kleine Dinette eigentlich. Oh, hier gibt es sogar elektrisch die Möglichkeit, eine Fußstütze zu haben, damit man bequem sitzen kann. Und hier hat man den Tisch. Die kann man auch ganz normal ausziehen. Und man kann ihn erweitern um diese Platte. Und hat dann einen wunderschönen langen Tisch. Reicht also für zwei Personen absolut aus. Ja, kann man auch drehen und wenden, wie man will. Ist eigentlich sehr gut gemacht. Das Konzept für zwei Personen optimal. Ja, man hat auch hier große Schränke, viel Stauraum überall. Also das ist wirklich gut. Und man hat hier sogar im Fußbereich ja, Möglichkeiten für etwas kleinere Schuhe etc. pp. Das auch reinzutun. Tolles Holzkonzept, muss man sagen. Sieht wirklich gut aus. Und sie haben ja auch verbaut so eine Leichtbauweise mit Schaumstoff, so dass man da noch mal an Gewicht sparen kann. Und hier oben, man hat hier oben auch viel Stauraum. Und diese Leichtbauweise, da kann man 180 Kilogramm sparen, also ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht, wenn man auf das Gewicht des Fahrzeugs achten will. Ja, hier nochmal von der Haptik her sehr, sehr schön verarbeitet. Ist auch winterfest. Auch wieder Fliegenrollo und normales Rollo. Ja, hier auch wieder zwei Flammenkocher mit PR-Zündung und ein Spülbecken, relativ tief, ist ganz gut. Und man hat hier in Besonderheit den Kühlschrank, den man von oben befüllen kann, wo man richtig viel Platz drin hat. Hier ist nochmal die Absperrfunktion fürs Gas. Und hier hat man noch viele Ablagemöglichkeiten. Kann man auch sogar so ein kleines Fach rausziehen, wo man Besteck etc. reinpacken kann. Und für Töpfe etc. ein großes Fach. Ja, die Dusche ist toll gemacht. Das Waschbecken ist aus Glas. Das kann man optional natürlich anders bestellen, aber sieht natürlich gut aus. Auch hier wieder viel Schauraummöglichkeiten. Hier sogar ein doppelter Schrank. Und oben ein Heki-Dach, das für eine gute Belüftung sorgt. Setford-Toilette. Ja, und die Dusche ist flexibel. Man kann die also auch oben einhängen und kann hier eigentlich wunderbar duschen. Und das Besondere an dem Fahrzeug ist, man hat hier eine relativ gute Lounge. Hier hat man noch so eine Vitrine, wo man Gläser reinstellen kann. Hier oben ist noch mal ein Fach für eine Kaffeemaschine, die wird optional dazu geliefert. Petmaschine oder Kapselmaschine. Und hier unten hat man noch einen großen Kleiderschrank, wo man dann auch Jacken oder auch Hemden reinhängen kann. Ja, und wie gesagt, das Besondere ist hier die Lounge. Die kann man auch zum Bett umbauen.
Und zwar hat man hier eine Möglichkeit, hier sieht man schon das Bett, ja, indem man halt den Tisch abbaut. Das ist einfach nur, das dauert ein paar Sekunden, das ist einfach nur die Stange und den Tisch. Ja, und die packt man einfach hier rein, dafür ist dann das Fach gemacht und kann da wunderbar verstauen. Und dann zieht man an den beiden Händen zusammen, macht das im Prinzip mit der Schnalle fest. Ja, und das Bett ist dahinter, wie man sieht, das Lattenrost, und das zieht man dann so zusammen und dann hat man das Bett. Schnell gemacht, eine schöne Möglichkeit, wenn man tagsüber das als Business nutzen möchte oder mal Freunde dabei hat etc. pp., wo man mal schön sitzen kann oder arbeiten kann und auch essen kann. Und abends ist es relativ einfach umzubauen. Man hat ja auch Staufächer hier unten noch ohne Ende, wo man dann die Kissen und Decken reinpacken kann. Also oben hat man noch viel Platz, Steckdosen und ja, viele Hängeschränke, wo man auch was runterbringen kann. Ja, tolles Konzept von Robeta. 5,40 Meter Länge, ist das ein super Raumklima, ne? Ja. Und das ist richtig gut gemacht, wenn man hier nochmal reinschaut. Man bedachte, man ist auf 5,40 Meter. Ist der Platz richtig gut genutzt. Das war der Robeta.